Schaut mal, ich habe da einen Heilziest für mich und ich bin ja Behindertenbetreuer und bin mit unserer Gruppe auf Gruppenurlaub und so eine große Ansammlung finde ich bei mir daheim nicht. Jetzt mache ich da einfach einmal ein Urlaubsvideo sozusagen. Jetzt habe ich wieder die Sachen verlegt, fahren wir unten an. Der Heilziest ist eine mehrjährige Pflanze, das heißt, also er braucht einfach auch irgendwo, wo er speichern kann. Somit sehen wir da, das da sind einfach die Wurzeln, mit der ist er verankert in der Erde und nimmt auch Wasser auf und Nährstoffe. Und da sehen wir aber auch schön, dass er eigentlich eine richtige Speicherknolle hat. Das ist da dieses verdickte, rundliche Dingerl wäre. Also das ist praktisch das Rhizom und da gingen auch ein Haufen Wurzeln davon aus. Ich sehe feine, dünne, verschieden. Okay. Ich nehme jetzt einfach gleich, weil ich das schon ausgerissen habe. Der Stängel ist vierkantig und wirklich vierkantig. Also das ist, man spürt es vielleicht mehr, wie ich das jetzt da mit der Kamera zeigen kann, aber auffällig, vierkantig. Ihr seht, es gibt Grundblätter, die sind lang gestielt. Also wenn ich euch das da in dieser Gruppe da zeigen kann, schaut da hier unten, das sind diese lang gestielten Grundblätter, da wieder, gleich dazu gesagt, kann man essen, also nicht giftig, aber so wie die Zieste halt sind, naja, muss sich wer finden, der was das wirklich gern hat, aber ja, wenn man Liebhaber ist, wieso nicht. Kostet es ist nicht giftig, aber ja. Ja, also lang gestielte Grundblätter. Dann gibt es da weiter oben nochmal so Stängelblätter, da ist das Ganze schon kurz gestielter und die Blätter kleiner. Ah, da sind Bremsen, das tut weh. Und da oben, typisch, hat er zwei solche kleinen Blätterl, seht ihr, da können schon so Blüten rauskommen. Da sitzen diese kleinen Blätterl direkt unter der Blüte. Aber die gibt es nochmal, da seht ihr das auch, also da aber, schon wieder Bremsen. Entschuldigung, ich muss mich da ein bisschen wehren einfach. Das zu den Blättern. Ah, das sticht, das beißt. Bestäubung, Blüten. Schaut mal, was da los ist. Hauptsächlich Bienen, Hummeln, aber auch Falter und Schwebefliegen. Ah, da sind Bremsen, das ist unglaublich. Ah ja, genau, wachs gern auf feuchten, ich muss mich da echt wehren gerade lernen, auf feuchten Gebieten und da sind einfach auch gern Bremsen unterwegs und die znagern mich gerade. Der Heilziest heißt einfach Heilziest, weil er seine Freunde in der Naturmedizin gefunden hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind manche Stoffe auch erklärbar, dass tatsächlich hilfreich sein können im Bereich der Atemwegsgesundheit und Darmgesundheit. Aber das Medizinische, da möchte ich noch ein bisschen mehr Profi werden, dass ich euch dann da wirklich was dazu kann. Was mir noch bei den Blüten auffällt, was ich noch dazu erzählen möchte, ist, schaut mal, es gibt keine, also erstens gibt es eine weiße Form, also kann auch in weiß erscheinen und man sieht auch da schon, dass das eine unterschiedliche Tönung haben kann. Das da ist so tief purpur, ne, weiß ich nicht, ist das purpur, lila, die Farben habe ich immer ein bisschen. Aber schaut mal, das daneben halt, das ist viel heller wie das. Also da kann es eine hohe Variationsvielfalt geben und aber auch in der Höhe von dem Ganzen. Also da seht ihr, das ist eher ein ziemlich ein niedriges Knubbel. Das da ist ein viel längeres Knubbel. Ja, Knubbel, so sage ich zu dem Blütenstand. Profi, ja. Okay. Heilziest, grundsätzlich verwendbar, da ungiftig. Muss man aber mögen. Also ich würde das jetzt nicht einfach nehmen und sagen, juhu und viel Grün und einen Salat, weil möglicherweise isst euch dann keiner mehr. Aber müsst ihr jetzt selber ausprobieren. Okay, so viel zum Heilziest. Und ich gehe jetzt wieder zu meiner Gruppe, weil die warten darauf, dass ja große Duschtag ist heute. Also ich gehe jetzt praktisch wieder in die Arbeit. Aber ja, schöne Arbeit und pfiat euch.